Merhaba, Deutsche Verben Almanca Fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde Almanca'da çok kullanılan fiillerden weinen, schreien, warten, weglaufen, sich verstecken fiillerini öğreneceğiz. Fiillerimize geçmeden önce Almanca'da bulunan 6 zamanı kısaca bir hatırlayalım. Präsens, şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılmaktadır. Präteritum, şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılır. Bu zaman yazı dilinde, radyo, TV, kitap, makale vesairede kullanılmaktadır. Perfekt, değili geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Futur 1, gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda, isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılır. Futur 2, gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz bu zamana. Yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfekt, mişli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz bu zamanı. Yani geçmişte iki olay oluyor fakat bir olay diğer olaydan daha önce gerçekleşiyor. İlk fiilimiz weinen, ağlamak anlamına geliyor. Bu fiilimizi sie kişi zamiri ile çekimleyelim. Präsens, sie weint. O ağlıyor. Sie weint. Sie weint. Präteritum, sie weinte. O ağlıyordu, ağladı. Sie weinte. Sie weinte. Perfekt, sie hat geweint. O ağladı. Sie hat geweint. Sie hat geweint. Tekrar edelim. Sie weint. Sie weint. Sie weinte. Sie weinte. Sie hat geweint. Sie hat geweint. Futur 1. Sie wird weinen. O ağlayacak. Sie wird weinen. Sie wird weinen. Futur 2. Sie wird geweint haben. O ağlamış olacak. Sie wird geweint haben. Sie wird geweint haben. Plusquamperfekt. Sie hatte geweint. O ağlamıştı. Sie hatte geweint. Sie hatte geweint. Tekrar edelim. Sie wird weinen. Sie wird weinen. Sie wird geweint haben. Sie wird geweint haben. Sie hatte geweint. Sie hatte geweint. Örnek cümlemize geçelim. Ich mag es gar nicht, wenn Kinder ständig weinen. Çocukların sürekli ağlamasından hiç hoşlanmıyorum. Tekrar edelim. Ich mag es gar nicht, wenn Kinder ständig weinen. Ich mag es gar nicht, wenn Kinder ständig weinen. Diğer fiilimiz schreien. Bağırmak, haykırmak, çığlık atmak anlamına geliyor. Bu fiilimiz düzensiz bir fiildir. Präsens, ich schreie. Ben bağırıyorum. Ich schreie. Ich schreie. Präteritum, ich schrie. Ben bağırıyordum, bağırdım. Ich schrie. Ich schrie. Perfekt, ich habe geschrien. Ben bağırdım. Ich habe geschrien. Ich habe geschrien.
Tekrar edelim. Ich schreie. Ich schreie. Ich schrie. Ich schrie. Ich habe geschrien. Ich habe geschrien. Futur bir. Ich werde schreien. Ben bağıracağım. Ich werde schreien. Ich werde schreien. Futur iki. Ich werde geschrien haben. Ben bağırmış olacağım. Ich werde geschrien haben. Ich werde geschrien haben. Plusquamperfekt. Ich hatte geschrien. Ben bağırmıştım. Ich hatte geschrien. Ich hatte geschrien. Tekrar edelim. Ich werde schreien. Ich werde schreien. Ich werde geschrien haben. Ich werde geschrien haben. Ich hatte geschrien. Ich hatte geschrien. Örnek cümlemize geçelim. Der Mann ist sehr aggressiv und schreit manchmal grundlos. Adam çok agresif ve bazen sebepsiz yere bağırıyor. Tekrar edelim. Der Mann ist sehr aggressiv und schreit manchmal grundlos. Der Mann ist sehr aggressiv und schreit manchmal grundlos. Diğer bir örnek cümlemiz. Der Junge hatte sich sehr wehgetan und schrie laut vor Schmerzen. Çocuk kendini çok kötü yaralamıştı ve acı içinde yüksek sesle bağırdı. Tekrar edelim. Der Junge hatte sich sehr wehgetan und schrie laut vor Schmerzen. Der Junge hatte sich sehr wehgetan und schrie laut vor Schmerzen. Diğer fiilimiz warten, beklemek anlamına geliyor. Präsens, ich warte. Ben bekliyorum. Ich warte. Ich warte. Präteritum, ich wartete. Ben bekliyordum, bekledim. Ich wartete. Ich wartete. Perfekt. Ich habe gewartet. Ben bekledim. Ich habe gewartet. Ich habe gewartet. Tekrar edelim. Ich warte. Ich warte. Ich wartete. Ich wartete. Ich habe gewartet. Ich habe gewartet. Futur bir. Ich werde warten. Ben bekleyeceğim. Ich werde warten. Ich werde warten. Futur iki. Ich werde gewartet haben. Ben beklemiş olacağım. Ich werde gewartet haben. Ich werde gewartet haben. Plusquamperfekt. Ich hatte gewartet. Ben beklemiştim. Ich hatte gewartet. Ich hatte gewartet. Tekrar edelim. Ich werde warten. Ich werde warten. Ich werde gewartet haben. Ich werde gewartet haben. Ich hatte gewartet. Ich hatte gewartet. Örnek cümlemize geçelim.
Die Schüler warteten sehnsüchtig auf die Sommerferien. Öğrenciler heyecanla yaz tatilini bekliyorlardı. Tekrar edelim. Die Schüler warteten sehnsüchtig auf die Sommerferien. Die Schüler warteten sehnsüchtig auf die Sommerferien. Diğer fiilimiz weglaufen. Kaçmak, koşup gitmek anlamına geliyor. Weglaufen düzensiz ve ayrılabilir bir fiildir. Präsens, ich laufe weg. Ben kaçıyorum. Ich laufe weg. Ich laufe weg. Präteritum, ich lief weg. Ben kaçıyordum, kaçtım. Ich lief weg. Ich lief weg. Perfekt. Ich bin weggelaufen. Ben kaçtım. Ich bin weggelaufen. Ich bin weggelaufen. Tekrar edelim. Ich laufe weg. Ich laufe weg. Ich lief weg. Ich lief weg. Ich bin weggelaufen. Ich bin weggelaufen. Futur 1. Ich werde weglaufen. Ben kaçacağım. Ich werde weglaufen. Ich werde weglaufen. Futur 2. Ich werde weggelaufen sein. Ben kaçmış olacağım. Ich werde weggelaufen sein. Ich werde weggelaufen sein. Plusquamperfekt. Ich war weggelaufen. Ben kaçmıştım. Ich war weggelaufen. Ich war weggelaufen. Tekrar edelim. Ich werde weglaufen. Ich werde weglaufen. Ich werde weggelaufen sein. Ich werde weggelaufen sein. Ich war weggelaufen. Ich war weggelaufen. Örnek cümlemize geçelim. Die Eltern waren sehr besorgt, da ihre Kinder von zu Hause weggelaufen waren. Sie kamen aber zurück, bevor es dunkel wurde. Çocuklar evden kaçtığı için ebeveynleri çok endişeliydi. Ama hava kararmadan geri döndüler. Tekrar edelim. Die Eltern waren sehr besorgt, da ihre Kinder von zu Hause weggelaufen waren. Sie kamen aber zurück, bevor es dunkel wurde. Die Eltern waren sehr besorgt, da ihre Kinder von zu Hause weggelaufen waren. Sie kamen aber zurück, bevor es dunkel wurde. Diğer fiilimiz sich verstecken, saklanmak anlamına geliyor. Eğer bu fiilimizi sich zamiriyle kullanmazsak, fiilin manası değişiyor ve saklamak anlamına geliyor. Präsens, ich verstecke mich. Ben saklanıyorum. Ich verstecke mich. Ich verstecke mich. Präteritum, ich versteckte mich. Ben saklanıyordum, saklandım. Ich versteckte mich. Ich versteckte mich. Perfekt, ich habe mich versteckt. Ben saklandım. Ich habe mich versteckt. Ich habe mich versteckt. Tekrar edelim. Ich verstecke mich. Ich verstecke mich. Ich
versteckte mich. Ich versteckte mich. Ich habe mich versteckt. Ich habe mich versteckt. Futur bir, ich werde mich verstecken. Ben saklanacağım. Ich werde mich verstecken. Ich werde mich verstecken. Futur iki, ich werde mich versteckt haben. Ben saklanmış olacağım. Ich werde mich versteckt haben. Ich werde mich versteckt haben. Plusquamperfekt. Ich hatte mich versteckt. Ben saklanmıştım. Ich hatte mich versteckt. Ich hatte mich versteckt. Tekrar edelim. Ich werde mich verstecken. Ich werde mich verstecken. Ich werde mich versteckt haben. Ich werde mich versteckt haben. Ich hatte mich versteckt. Ich hatte mich versteckt. Örnek cümlemize geçelim. Die Kinder spielten im Garten und versteckten sich hinter dem Busch. Çocuklar bahçede oyun oynuyorlardı ve çalılığın arkasına saklanıyorlardı. Tekrar edelim. Die Kinder spielten im Garten und versteckten sich hinter dem Busch. Die Kinder spielten im Garten und versteckten sich hinter dem Busch. Farklı bir örnek cümlemiz, burada fiilimizi saklamak manasında kullanıyoruz. Yani sich zamiri olmadan kullanıyoruz. Cümlemize geçelim. Da es eine Überraschung werden sollte, versteckte sie das Geburtstagsgeschenk vorübergehend im Schrank. Sürpriz olacağı için doğum günü hediyesini geçici olarak dolaba sakladı. Tekrar edelim. Da es eine Überraschung werden sollte, versteckte sie das Geburtstagsgeschenk vorübergehend im Schrank. Da es eine Überraschung werden sollte, versteckte sie das Geburtstagsgeschenk vorübergehend im Schrank. Bu dersimizde weinen, schreien, warten, weglaufen, sich verstecken fiillerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.